breathe, you can't scream. In den 1990er Jahren erlebte der Monsterfilm in Hollywood ein Revival. Während Steven Spielbergs Jurassic Park aufgrund revolutionärer Effekte und einer realistischen Darstellung von Dinosauriern als Meisterwerk gilt, kann man dies von Anaconda nicht behaupten. Eine Filmcrew macht sich auf, um im Amazonas eine Dokumentation über einen abgeschiedenen Indianerstamm zu drehen. Der zwielichtige Paul Cerrone, gespielt von John Voight, stößt zur Gruppe, verfolgt jedoch andere Ziele. Im Angesicht der Gefahr muss sich die Gruppe, bestehend aus einem illustren Cast von Schauspielern wie Eric Stoltz, Owen Wilson, Ice Cube und Jennifer Lopez, sowohl gegen die titelgebende mutierte Anaconda als auch gegen Cerrone behaupten. Der Film ist ein klischeehafter Abenteuerfilm voller Logiklöcher. Die zum Release als Verkaufsargument geltenden Computereffekte, insbesondere die Darstellung der Anaconda, waren eigentlich bereits beim Erscheinen überholt. Sie können heute nicht mehr mit vergleichbaren Filmen wie zum Beispiel Jurassic Park mithalten. So entfällt der einzige Reiz. Anaconda ist deswegen nicht zu empfehlen. Einzig aus nostalgischen Gründen könnte der Film interessant sein.